Wir brauchen noch mal Nuke Defense so und so. Kann ich schaden? So, die 5. Hier dann, die bauen natürlich die Party Boys. Besser geht im Prinzip nicht. So ein bisschen sehen wir was. Ich weiß nicht genau, warum wir manche Flecken nicht sehen, aber zum Bombardieren reicht das. Gut, das zockt auch nochmal Masse und Energie durchgehend, aber die brauchen wir auf jeden Fall. Theoretisch könnte der Perma nuken und wir würden halt verlieren. Automatisch jetzt schon. Ja, scheiß auf, passt schon so. Ah, versucht wieder einen Support-Commander irgendwie durchzukommen. Brett. Wie frustrierend das sein muss, ne? Oh Mann, Alter. Ey, er hat's geschafft. Oh nein. Warum darum? Oh nein. Oh nein. Zu früh gefreut, oder? Komm schon, du schaffst es raus. Ja, da hättest du direkt rausgehen können, aber okay. Jetzt kickt ihr den weg. Natürlicher Instinkt ist einfach rechts rumzugehen. Ist ja lustig. Good to know. Ja, guck mal, das Ding schießt schon mal, das ist doch toll. Bisschen mehr Masse kann man sich ja nicht beschweren drüber. Hier kommt Bruder. Oha. Jetzt gibt's da einen Fall. Meine eigene Arti. Das Ding ist, wir brauchen das Radar, deswegen sind wir eigentlich hier. Danke, jo. Genau, schieß mal lieber da hinten irgendwo drauf. Passt besser zu dem.
Die nochmal zwei, dann ich die nochmal zwei. Archie. Und dann die nochmal zwei. Dann können wir von mir aus auch mal zwei von den teuren Schilden setzen, dass die grundsätzlich da nicht einfach reinrennen können. Ja. Mit dem Radar sehen wir auf jeden Fall nach vorne wieder was. Also allgemein können wir mal gucken, was besser stackt eigentlich, ne? Also die kennen wir ja eigentlich, die müssten auch immer gut stacken auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob die durchkommen. Ah, scheiß drauf, wir schicken die jetzt nach hier hinten. Die brauchen wir eh nicht mehr. Also die werden eh nicht mehr verwendet werden, weil der nicht mehr angreifen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn er da jetzt irgendwie ziemlich viel zusammenzieht. Aber das kann auch irgendwas Bodentechnisches sein. Nee, wir beschreiben das nicht. Neuen Spielstand. So schön. Okay. Gut, El Commandore. Ne, warte, wir müssen mal jetzt ein bisschen hier aufteilen. Hier alle. Nochmal halt. Wie viele seid ihr? 14. Okay. Das heißt, drei da dran. Drei da dran. Drei da. Jo, energietechnisch sieht das auch wieder ein bisschen mau aus. Aber wir haben genug Massefabrikatoren, die ausgeschaltet werden könnten zur Not. Zumindest sollte man das meinen. Wir gehen auf Full Bombardment. Irgendwie wird das schon passen. Es kann allerdings sein, wie gesagt, dass so Raketen-Tanks besser sind. Die weiß ich nicht. Bei denen könnte. Und die könnten wirklich sein. Ich glaube, die haben auch so ein Movement, dass die mittlerweile stehen bleiben. Ist halt auch sehr praktisch. Ja, was machen der Commander schön? Der kann hier hinten mal experimentellen Ressourcengenerator anfangen. Wie es anscheinend halt auch benötigt wird. Nö. Kann ja auch hier erstmal Schilde ausmachen, dann haben wir erstmal genug Energie. Ah, okay. Leute, warum kommt das von der Seite? Dann sind da aber Experimentelle dabei, oder? Wenn da von der Seite die. Ja, muss eigentlich nicht.
Wir werden auf jeden Fall gut bombardiert. Egal, was es ist. Ja, doch, das sind auch Experimentelle. Das sind alles Experimentelle. Egal, macht nichts. Wir bauen trotzdem hier das weiter, so wie wir es geplant hatten. Ja, sind schon zwei Kolosse dead. Mit 200k Leben. Wohlgemerkt. Hä, wieso hat er das andere Schild nicht gebaut? Ah, geht nicht mehr. Ist einfach kaputt, der Platz. Aha, ja guck. Ja, die haben aber auch kein leichtes Leben. Ja, okay, vielleicht brauchen wir doch wieder die Sniper-Bots. Liegt auch nur ein bisschen. Hat er irgendwas nach vorne geportet? Cool. Cool. Also das können die normalerweise nicht, ne? Keine Sorge. Auch hier in dem Mod können die das normalerweise nicht. Das ist irgendein Modifier-Bug. Meinte mal einen Mod. Das ist doch ein schönes Feuer. Sieht zwar so aus, als würde man wieder gar keinen Schaden machen, aber ab und zu stirbt da ja was, also muss da ja was dran sein. Er die Waffen oben aus und dann hat er eine riesige Tech-Range. Das ist nicht toll. Machen wir darauf Supporten und entweder geht das wieder oder der läuft trotzdem nach vorne, eins und beiden. Nice, direkt das richtige Ziel in Fokus genommen. Und zwar das, was uns erst schaden könnte. Ich glaube, es geht wieder. Finden wir jetzt heraus, wenn er weiterläuft. Also weg von dem Ding. Geht. Okay. Energie ist gleich gone. Ist nicht umgestellt. Schade. Ah, das sieht gut aus auf jeden Fall. Dieser Spray wie so eine Bogenschützensalve einfach. Aber es ist halt notwendig, ne? Reicht ja trotzdem kaum, um die zu töten tatsächlich. Ja,
jetzt fahren wir die wieder aus, weil dann macht er diese Raketensalve, die viel mehr Schaden auf direkten Wege macht. Und ja, trifft die halt trotzdem, ne? Ist halt viel besser im Nahkampf dann. Ja, oder er schießt drüber. Sniper sind gerade richtig sauer. Na guck mal, da kommt der nächste Kollege. Eigentlich hätte ich eher weniger Lust, den zu verlieren. Das Radar verloren, das ist gar nicht gut. Uff. Jetzt kommt die nächste Salve. Ja, das tut schon sehr weh alles. Das aber auch. Geh mal wieder nach vorne und dann baust du immer wieder schön den Radar an. Der Grund, warum wir gekommen sind halt. Ja, die sind schon über Hälfte, ne? Jetzt fahren die halt einen Nahkampf, aber es passt schon. Schlimmeres. Oh, der Schild ist zum perfekten Zeitpunkt wiedergekommen. Das ist ein Elaish zusätzlich, okay. Jetzt die Frage, wie lange braucht er wieder bis dahin? Ja, geht doch einfach darum. Das letzte davon. Und dann baust du hier uns ein Radar hin. Das reicht. Baut zwischendurch Scouts bauen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es das bringt. Okay, Rückzug. Wir haben jetzt drei Arti Geschütze, aber sehen den Gegner nicht. Ja, da hauen wir jetzt gleich Air Units direkt hier nach. Scheiß auf irgendwelche anderen Sachen. Nee, 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 komm zurück. Ich hab den Commander, da brauchen wir Air Units, das passt schon. Nee, warte, der kann ja T3 direkt bauen, oder? Ja. Uf.
sind noch nicht fertig. Wir müssen noch ein bisschen, deswegen schießen die nicht. Null. Ich dachte gerade, hä? Aber ja, das erklärt einiges. Kommt er her? Kannst du bitte nicht weiter reingehen? Ich sag dir, dass wir hinten das Ding verteidigen. Und Glück, Messi. Das kann ja jetzt nur gut enden, theoretisch, ne? Leider ist er irgendwie doch auf die Idee gekommen, wieder anzugreifen. Sonst hätten wir jetzt ein bisschen mehr nach vorne pieken können. Oh, wir haben immer noch 1,8. Ja, wir müssen hiermit aufhören zu produzieren. Das ist zwar schön und gut zum Druck machen, aber das bringt sonst nichts halt. Nach dem Ding, wenn wir auch hier aufhören zu produzieren, dann werden wir nur noch Arti produzieren. Möglichst viel Sprühfeuer. Alles, was wir kriegen können, halt. Nee. Einfach schon drehend ausfahren, du. Hält lustig aus. Yo. Der hat Karussell gerade. Ah, Russell. Uff, okay. Mit den Schilden hier geht das auch, alles klar. So, wir brauchen mehr Scouts. Wir müssen jetzt gleich detekten können, was der macht. Mann, du musst nicht bis ranlaufen. Nur nochmal zur Erklärung, ne? Air Units sind aus, weil das hier so The Pass ist. Dann macht man ja klassisch dann nur mit Ground Units, wegen diesem Pass halt. Aber Scouts mussten wir dann doch irgendwann wieder anschalten, weil der Bot anscheinend damit wirklich interagiert. Also wenn er nicht sieht, was du machst, dann handelt der manchmal anders oder gar nicht halt. Ne? Er schickt jetzt auch keine Scouts mehr. Unit Cap wahrscheinlich erreicht oder selbst wenn. Ja, manchmal schickt er da einfach keine mehr los, ne? So, jetzt kann gleich die Arti-Dick anfangen zu feuern. Die sollten auf jeden Fall ein bisschen was für uns aufdecken. Die Elektrizität ist in der
Schon wieder gar nicht mal so wenig hier. Hier, look. So, 5 Stück. Zack. Daneben sind immer wichtige Gebäude, deswegen können wir das so fokussieren, bis das kaputt ist. Aber zuerst alles da drauf ist, glaube ich, sehr vernünftig. Noch Mortar essen die Geschütze. Ja, so wird das auf jeden Fall was. Oha. Okay, der ist schon mal im S. Kettenreaktion kann viel machen, muss aber nicht heißen, dass er stirbt. Allerdings der Fokus, der jetzt hier so rumgeht, der ist halt richtig eklig für den. Weil der alle Energiegeneratoren, alles andere immer mitfokust und ja, also zerstört. Weil wir ja so einen Spread haben, so einen krassen dadurch, deswegen brauchen wir halt so viele auf jeden Fall. Gerade mit den Dingern halt, ne? Die mal ein Personal Schild geben, nachdem das normale Schild down ist. Ah ja, wird das schon mal mitgenommen, das ist auch sehr gut. Kann er keine Support Commander mehr bauen? Ja, guck aber hier, ne? Tactical Missile Defense, aber keine Strategic, ne? Das ist ja die ganze Tactical gebaut, sehr lustig. Also theoretisch hatte der wieder nur 4. 1, 2, ne. 1, 2. Ich meine, hier oben hatte ich aber auch einen gesehen. Aber kann ja auch irren. Das ist auch immer so eine Zeit, da kann man auch den Commander fokussen, wenn man den sieht, weil er jetzt viel down ist von der Base so. Zumindest in der Theorie, in der Praxis sieht es leider sehr oft anders aus. Ja. Der Commander steht sogar da dran. Dass er das schon wieder aufgebaut hatte. Funny.
Aber nice, dass er wieder versucht rauszupushen. Also er ist nicht inaktiv. Was so oft passiert. Weil er sich denkt, ich kann ja eh nicht angreifen. Der Commander ihn gedackelt. Toll. Was, wo schießen die hin? Das. Oder steht der irgendwo da? Habe ich den wieder übersehen? Das Ziel sowieso den Sohn zuzubomben, dass er ja gar keinen Unterschied mehr machen kann. Das ist auch nice. Und dann schick mir mal diese Missile-Tanks entgegen. Wir können es ja mal ausprobieren, so. Vielleicht ist das ja was. Was war das für eine Explosion gerade? Ist der Commander gestorben? Nee. Irgendwas anderes ist da passiert. War kurz blau. Blue. Wie viel Energie gibt das Ding? 13k. Das ist gar nicht so viel, ne, im Gegensatz zu den aufgerüsteten. Kostet ja auch viel weniger. Wo schießen die jetzt hin? Die sollen halt diese Reihe zerstören. Das machen die aber auch gar nicht mehr, ne? Schießen einfach irgendwo anders drauf. Die bleiben halt auch direkt stehen, sobald die eine Rakete schießen können. Ich glaube, die macht ja an die 1000 Schaden. 1100 tatsächlich. Ich hatte mal in Erinnerung, dass das genervt wurde, aber wurde es anscheinend nicht. Dann haben wir ja vorne noch diese Kack-Cannon. Den safe lenkenden Raketen ist auch mal richtig geil. Treffen auf jeden Fall, ne? Von denen die Raketen. Da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, wie die nicht hitten können, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen, ist sehr hoch. Weil die halt lenken. Na, guck, das Ding war gleich fertig. Das hat auch fertig gestellt, schön. Ah, sehr effektiv sind die nicht. Was mit denen? Die sind halt gut gegen große Ziele, aber da kommen nicht entweder nur große oder kleine. Ein wenig Bombardement haben die halt, also AOE, haben die ja gar nicht. Jetzt eher schon, aber die haben nicht so eine große Range dafür, ne? Eigentlich müssen wir gar nichts bauen.
Ah ja, sehr gut, wie der bombardiert wird, das gefällt mir doch. Ihr könnt auch noch mehr Massefabrikatoren ausschalten, ne? Wenn ich dann hier das eingestellt hatte. Wann übernimmt er das? Nee, andersrum. So. Ja, passt schon. Irgendwie treffen die aber ganz schlecht. Da lohnen sich ja eher die mit ihren safen Hits. Wie lange die auch überleben, ne? Irgendwann wird er literally sterben, weil wir haben ja jetzt mittlerweile 8. Wir können ja noch mal Fokusfeile hier machen. Lucas Fire ist immer sehr wahrscheinlich, dass man da was hittet. Vor allem ihm. Weil wenn der da mal durchläuft, stirbt er sehr schnell. Kann auch sein, dass er jetzt schon sehr low ist und gleich stirbt. Wir finden es jetzt heraus. Ja, look. Oben ist er noch. Hier war auf jeden Fall schon mal eine gute Salve nach da oben gejietet und wenn die wir keine Sicht mehr haben, schießen die jetzt auf das Gebäude daneben. Das passt schon. Ja, siehst du mal. Ja, look. Also dead. Ja, weil was anderes genommen wie Nukes, ne? Aber Arty halt, also ich glaube mit Ground Units keine Chance mehr. Sind 200k Dings macht hier auch so einen Ultra Heavy Siege Mech weg. Koloss. Der kann ja Dauerfeuer machen, sich einfach dumm davor stellen und Dauerfeuer einfach rechtsklick, also drauflaufen halt. Ja, gut.